Wir wissen, wie frustrierend es sein kann, wenn du eine Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung oder ein gelbes Monetarisierungssymbol erhältst. Vor allem, wenn du das Video schon veröffentlicht hast. Wir wollen das ändern. Darum wird jetzt für jedes Video schon beim Upload geprüft, ob beim Urheberrecht alles passt und ob es für Werbung geeignet ist. So siehst du gleich, ob etwas nicht stimmt und hast noch Zeit, etwas zu ändern. Alles, bevor du dein Video veröffentlichst. Und so funktioniert's. Lädst du dein Video am Computer hoch, siehst du vor der Auswahl der Sichtbarkeit den Schritt vor Abprüfung. Hier überprüfen wir dann dein Video automatisch auf Urheberrechtsprobleme und, falls du es monetarisierst, auf die Werbeeignung. Die Urheberrechtsprüfung sucht nach Inhalten im Video, die zu Content-ID-Ansprüchen führen würden. Die Prüfung auf Werbeeignung untersucht, ob das Video die Richtlinien für werbefreundliche Inhalte erfüllt. Du siehst auch direkt, wie lange beides dauern wird. Die Urheberrechtsprüfung braucht meist nur wenige Minuten. Die Prüfung auf Werbeeignung kann etwas länger dauern. Wenn du nicht warten möchtest, kannst du das Fenster schließen und später wieder reinschauen. Das Video wird dann als Entwurf gespeichert und die Vorabprüfung im Hintergrund abgeschlossen. Werden bei der Vorabprüfung keine Probleme erkannt, erscheint neben jedem Abschnitt ein grünes Häkchen. Und wenn das der Fall ist, steht der Veröffentlichung nichts mehr im Wege. Aber was passiert, wenn etwas nicht stimmt? Und worum musst du dich dann kümmern? Zuerst kommt die Urheberrechtsprüfung. Wenn es einen Content-ID-Anspruch gibt, kannst du auf Details anzeigen klicken. Du siehst dann die Seite Urheberrecht, Überblick und Status und die Folgen des Anspruchs auf deinen Kanal, die Sichtbarkeit und die Monetarisierung. Du siehst auch die betroffenen Inhalte, den Zeitstempel und die Auswirkungen auf dein Video. Du kannst dich von hier aus direkt um alles kümmern, um den Content-ID-Anspruch zu klären. Dazu kann leider auch gehören, die Inhalte mit Ansprüchen zu löschen. Wenn du diese Videosequenz entfernst, erlischt der Anspruch automatisch. Geht es um einen Song, kannst du ihn ganz einfach austauschen oder müsstest ihn stumm schalten. Du kannst aber auch Einspruch erheben, wenn du meinst, dass ein Fehler vorliegt. Da die Klärung ein paar Tage dauern kann, kannst du entweder warten, bis die Sache entschieden ist, oder das Video sofort veröffentlichen. Veröffentlichst du es direkt und du und der Anspruchsteller wollen es monetarisieren, werden die Einnahmen aus dem Video erst einmal von uns einbehalten. Sie gehen dann an denjenigen, der in der Sache Recht bekommt. Die Vorabprüfung kann dir übrigens nur Content-ID-Ansprüche melden. Sie kann leider weder vorhersehen noch ausschließen, dass ein Rechteinhaber mit einer Urheberrechtsverwarnung das Entfernen deines Videos beantragt. Klären wir nun, was du bei Problemen mit der Werbeeignung tun kannst. Zunächst einmal hast du ja schon beim Video-Upload den Fragebogen zur Selbstzertifizierung ausgefüllt. Anschließend wird die Werbeeignung geprüft. Wenn dann trotz ausgefülltem Fragebogen ein Problem auftritt, kannst du eine Überprüfung anfordern. Jemand aus unserem Team schaut sich dann im Detail dein Video an und prüft manuell, ob Video und Metadaten die YouTube-Richtlinien für werbefreundliche Inhalte erfüllen. Anschließend erhältst du eine E-Mail und der Status der Vorabprüfung wird aktualisiert. Wenn alle Urheberrechtsfragen und die Werbeeignung geklärt sind, siehst du unter Vorabprüfung zwei grüne Häkchen. Oder du siehst in der Videoleiste, ob die Tests noch laufen oder abgeschlossen sind. Du kannst deine Videos auch bei laufender Prüfung oder trotz erkannter Probleme veröffentlichen. Es erscheint zwar ein Warnhinweis, aber du kannst das Video dennoch veröffentlichen. Aber denk daran, wurde ein Problem gefunden, kann es sich auf die Sichtbarkeit oder Monetarisierung des Videos auswirken. Und auch wenn du nach der Vorabprüfung grüne Häkchen siehst, kann es auch später leider immer noch zu Problemen kommen. Auch wenn du mal die Metadaten nachträglich änderst und sie dann nicht mehr werbetauglich sind, können neue Probleme in deiner Videoliste bei der Monetarisierung auftauchen. Wir hoffen, das alles hilft dir, schon vorab Probleme zu beheben, die deine Zuschauerzahlen oder Einnahmen betreffen könnten. Weitere Informationen zur Vorabprüfung findest du über die Links in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen!